So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Na, fällt euch was auf? Ja, ich habe zwei neue Digimon und nicht einfach nur zwei Digimon. Ich habe zwei Digimon auf dem Ultra-Level. Irgendwie kann ich mich richtig ausrasten. Schade. Ja, ich habe keine Ahnung, ja, was geht. Ich frage mich auch, wie das geht. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Ja, Shiro und Kuro sind richtig hart am Abgehen. Meine Partners sozusagen. Ja, dazu gibt es echt nicht großartig was zu sagen. Also, ja, habt ihr mal die Werte so ein bisschen. Ja, ist ganz nett. Ja, ist auch ganz nett. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Also, ich habe einfach mal ein bisschen trainiert, ein bisschen geguckt, was wir noch so brauchen. Und bei Lilibon war ich sehr überrascht. Vor allen Dingen, es war bis jetzt voll die gerade Linie. Also, ich habe, glaube ich, so ganz, bei ihr so ganz krass mit Toko. Hier, genau, ganz normal. Juramon, Tanemon, Palmon, Togemon und Lilimon. Also, voll die krasse straight line bei ihr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. War eigentlich eher Zufall. Ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich habe einfach sie nebenbei, glaube ich, einfach trainiert, weil ich das, weil ich im Shiro auch noch trainieren wollte. Und da kam zufälligerweise dann Lilimon raus. Keine Ahnung. Ich glaube, das nächste normale wäre dann Rosemon, ne? Ja, aber habe ich aber so gut wie gar keine Informationen bisher. So, was das für die Digimon halt sind. Was auch schön wäre, zum Beispiel Sakuyamon. Mag ich auch sehr gerne. Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass die aufs Mega-Level kommen. Bei Shiro denke ich auch nicht. Auch ganz lustig. Pichimon, Bukamon. Dann wird es zu Memon. Dann zu Vitramon. Und dann zu Gaugamon. Keine Ahnung. Es hat eine coole Brille auf. Ja. Warum nicht? Gut. Zweimal Datei, Nahkampf und Natur. 10 und 9 Tage alt. Mal gucken, wie lange sie durchstehen. Ja, ach ja, ich habe auch noch mein Tamer-Level ein bisschen hochgepusht. Level 18 bin ich jetzt. Habe gerade 3 Punkte noch übrig zum Verteilen. Habe hier zum Beispiel bei Lehrart Erschöpfungspflege und Glücksbooster noch hochgemacht. Weil ich als nächstes dann das Lehrart-Ding mit dem Meistertrainer abschließen möchte. Da brauche ich aber, glaube ich, noch 1-2 Level-Ups für diese 15 Punkte. Und dann gucken wir mal, wie wir dann weitermachen. Das ist momentan für mich jetzt das Wichtigste, dass wir das abgeschlossen kriegen. Einfach was effizientere Training. Und ich habe mit... Wie hieß es nochmal? Tentumon digitiert zu... Kabuterimon, genau. Mit Kabuterimons Hilfe auch ein ganz klein wenig das Trainingscamp geupgradet. Hat es 10.000 gekostet pro Einheit, pro einmal was upgraden. Ja, ich glaube bis auf 2 oder 3 haben wir jetzt alle auf Level 2 schon. Aber ich habe fleißig offscreen ein bisschen was gesammelt an Geld. Ich habe hauptsächlich einfach geangelt und die Fische dann verkauft. Das lief eigentlich so ganz gut. Ja. Oh, momentan, wie viel Geld haben wir denn momentan? Ja, nicht mal so viel. Schauen wir mal. Kriegt mal alles hin. Oh, sieht eigentlich alles ganz gut aus soweit. Ich bin ganz zufrieden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die beiden werden dann bestimmt noch eine Weile leben. Sind ja erst mal nur 10 Tage alt und auf dem Ultra-Level. Ich glaube, da dürfte auch ihre Lebensspanne etwas erhöht sein. Dementsprechend. Gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt zur verbotenen Saat da, die wir ausgesät haben. Die haben wir ja von Taumon bekommen. Die ist ja schon längst überfällig. Und dann gucken wir einfach mal. Ich bin ja schon straight am Hinlaufen. Und ich habe wieder so ein bisschen Struggle hier. Ich habe gerade noch Home Factory Front hier aufgenommen. Und jetzt ist wieder bestätigen und ablehnen wieder versetzt die Tasten auf meinem Gamepad. Das ist total verwirrend jedes Mal. Schlimm. Aber ich schaff das schon. Wir kriegen das hin. Gut. What is this flower? Was ist das für eine Blume? It makes me feel kind of ill. Okay. I've never seen a flower like this. Talmon did say that it was a seed of unclean data that shouldn't be in this world. Aha. It definitely isn't a flower from the digital world. Ja. Kamari, do you think we should take the flower? No. He told us just to report what happened to the seed. And we don't know what'll happen if we pluck it.
Let's leave this strange flower here and just go and tell Talmon what we saw. Okay. We'll head back to Talmon first. Okay, ihr beide geht zu Talmon. Dann muss ich ja nicht zu Talmon gehen. Das ist nett. Gespielt Materialien. Sehr schön. Und wir haben eine Nachricht. Digimail. Hauptordner. Rückkehr zu Talmon. Das war eine echt seltsame Blume. Machen wir uns jetzt lieber keine Gedanken darüber und kehre stattdessen zu Talmon zurück. Wir sehen uns dort. Was? Wieso muss ich auch noch hin? Du machst das doch. Oh, was? Das muss ich mir die Mühe machen. Na gut, dann auf zu Talmon. So. Ja, los geht's, ne? wir müssen zur Wüste. Das heißt, wir müssen, glaube ich, jetzt hier raus und dann direkt nach links. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich guck mal nochmal kurz. Karte, genau, nach links. Gut. Auf geht's. Wir können uns dann, glaube ich, relativ gut verteidigen. Das Problem ist nur, ich war mit dem beiden schon mal da. Also ich war mit den beiden schon auf dem Vulkan. Da bin ich ein bisschen rumgerannt, habe ein bisschen trainiert und hier und da mal ein bisschen geguckt. Das Problem ist, wenn Lilimon zu lange dort ist, wird sie krank. Also wenn Kuro zu lange dort ist. Das ist natürlich weniger gut. Deswegen sollten wir gucken, dass wir uns ein bisschen beeilen. Zur Not, ich habe auch Medizin dabei. Da können wir Kuro noch ein bisschen heilen. Gegebenenfalls. Schauen wir mal. Ich habe nur so ein bisschen meine Sorgen. Wir versuchen es einfach schnell hinter uns zu bringen. Hier ist Essen in der Nähe. Ach so. Ach da, ein Apfel. Nichts an Materialien. Nein, erstmal nicht. Auf dem Vulkan wird es noch selten genug sein, der Materialien geben. Die mir hoffentlich auch einige Erfahrungspunkte geben. Das wäre schön. Schauen wir mal. Oh Gott. Wir müssen uns, glaube ich, so ein bisschen rechts halten. Meine ich. Ich gucke nochmal am besten nach. Karte. Ach nee, wir müssen uns links halten. Okay, mein Fehler. Ich verstehe auch nicht, warum die Gottzimmer hier so aggro auf uns sind. Ich meine, so stark sind die gar nicht. Sie sind wirklich nicht stark. Ich meine, es sind ja nur ein paar Gottzimmer. Ich kann euch mal zeigen, wie schnell wir die wegballern. Und zack. Das war eigentlich nicht der Rede wert. Das war schon ziemlich dumm. Na? Zurückgekehrt? Ja, ihr seid super, ihr beiden. So, was gibt's denn? Diktatursinfo. Mirage Gaugamon. Und die Weisheit von Lilithmon. Das ist ein Lilithmon. Das weiß ich gerade gar nicht. Klingt sehr elegant. Ich könnte eigentlich mal googeln. Hier zufälligerweise gerade. Ach, schau mal, Handy sogar hier. Ich nehme mal gucken, wie Lilithmon aussieht. So, einmal durch, bitte. Gucken wir mal. Sekunde. Ich habe mein Handy gerade offen. Oh, lad nur noch langsamer. Lilithmon. So. Lass mal die Suche mal durchlaufen. Ah, hier gibt es leckeres Essen. Wie? Wo was? Oh. Oh, was ist denn das? Lilithmon sagt mir vom Design her gar nicht. Das sieht aus wie ein Mensch. Boah, gebt mal am besten mal Lilithmon ein. Das sieht interessant aus. Jetzt habe ich außerdem mehr gemacht. Danke, Handy. Gut, nochmal eingeben möchte ich jetzt auch. Oh, okay, da gebe ich lieber nicht hin. Bei. Dann müssen wir mal probieren. Hey, du. Ich hab's dir schon mal gesagt. Das ist mein Revier. Was willst du hier? Wollen wir es mal herausfordern? Nee, nichts, gar nichts. Auf dem Ultra-Level hab ich auch noch ein bisschen Angst. Lilithmon klingt auf jeden Fall trotzdem schon mal cool. Wobei ich Sakuyamon bzw. Rosemon jetzt auch nicht schlecht finde. Schauen wir mal. Ich gehe einfach erstmal durch. Muss eh davon nochmal gegen dieses Fake-Gahurumon kämpfen. Das ist immer sehr schwer aus dem Weg zu gehen. Ich will es jetzt irgendwie versuchen. Ey, Gottzimon. Das gibt's ja nicht. Blöde Gottzimon, ne? Keep your eyes open. Hold him die Fraser ein. Okay. Das mobile Klo war es wert. So. Oh. Oh ne, warte mal. Ich glaube, direkt am Eingang ist ein mobiles Klo, oder? Wir gucken mal. Was schaffen wir jetzt an diesem Fake-Gahurumon vorbei? Boah, wir schaffen es sogar. Sweet. So. Oh, so viel dazu. Ich gehe einfach mal rein und gucke nach. Vielleicht finden wir ja was. Magst du schön, wenn du so ein bisschen was machen.
ist denn? Ich bin nur verwirrt. Aber wenn ich mit Digimon das einsetze, mach... Nee, ich muss da mal gucken. Mach's einfach mal schnell fertig. Ich muss da mal gucken, was die spezielle Fähigkeit von Digimon ist. Ja, ich weiß, ihr müsst kacken. Ich hab's verstanden. Ja, ich weiß, dass ihr müsst... Oh, bitte, sagt's mir doch 10-mal. So, mach ich am Eingang ein Klo. Wenn nicht, müsst ihr leider ins Camping-WC machen. Ach, das hier hinten sieht ziemlich klohaft aus. Ja, mach das einfach mal. So. Rein mit euch. Boom! Hä? Was ist mit Lilimon? Okay. Was gibt's bei dir so? Langweilig! Langweilig! Vielleicht hört er zurück! Aber wenn ich es mir recht überlege... Wow, wow, wow! Wer zum Teufel bist du? Hast du etwa das eben gehört? Was? Ich habe nichts gesagt. Nein, nein. Du willst mehr über den Logikvulkan wissen? Wie man sieht, ein brennender Berg mit Feuerflüssen. Kein guter Ort für hitzeempfindliche Digimon. Es kommen nicht viele Leute dorthin. Daher hat sich diese Taumon-Sekte weiter drin niedergelassen. Ich habe auch gehört, dass es dort viele legendäre Digimon gibt. Von Kriegern bis Drachen. Hör zu, wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Stärke ausreicht, dann wag dich am besten nicht weit hinein. Wir haben doch. Sag noch irgendwas. Langweilig, langweilig. Okay, dann sag nochmal dasselbe. Okay. Ah, wer weiß, wann wir den in die Stadt kriegen. Okay, wir sollten uns am besten halt beeilen. Und nehmen am besten einen anderen Weg. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ja, Digimon fühlt sich halt eben wirklich nicht wohl. Und das kann wirklich sein. Also Kuro. Und dass Kuro dann krank wird. Das wäre nicht so schön. Wir beeilen uns. Liegt hier nicht etwas? Liegt hier was? Vor unseren Füßen vielleicht? Ach, da. Was nehmen wir damit? Eine Ringelnuss. So, wir beeilen uns. Tschüss, ich beeile mich. Steht ihr da? Ach, ein Scheimelmon. Hi, was geht ab, Digga? Oh, sie gehen uns aus dem Weg. Oh, wir werden respektiert. Oh, ich mit meinem voll krassen Ultra-Digimons. Digimons. Ach, scheiße, dass man von Pokémon oder Digimon als Plural Pokémons oder Digimons sagt. Das geht gar nicht, das nervt mich. So, hier lang, ne? Das sieht gut aus. Ich fühle mich nicht gut. Aber dabei lächelt sie immerhin. Ich weiß, Lilimon, aber wir müssen hier durch. Aber Kuro. Sie sind ganz in der Nähe. Wir haben es ja schon fast geschafft. Jetzt ist etwas heruntergefallen. Ah. Wir berühren es. Nicht berühren. Anfassen. Ah, oh. Das nehmen wir mal mit. So, danke, Lili. Was Seltenes gekriegt. Das hat sich gelohnt. So, und der Schemelmon lässt uns so im Glück in Ruhe. So. Wir reden mal mit dem Typen da vorne nochmal ganz kurz. Sie sind ganz in der Nähe. So, vielleicht singt er immer noch. Ich kann es mir vorstellen. Lalalalala. Nein, 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 das ist es nicht. Lalalalalala. Nein, immer noch nicht richtig. Hey, Kumpel, stör nicht. Ich schaffe Kunst, okay. Okay, er möchte immer noch nicht mit uns reden. Der olle Lümmel. Mann, ey. Gut, gehen wir hier lang. Liegt hier nicht etwas? Ja, hier liegt etwas. So. Auf zu Taumon. Warum Lilimon ist noch nicht krank? Finde ich gut. Hoffentlich stellt sie noch etwas durch. So, war nicht hier auch noch was? Hier ist noch was. Oh, was ist das denn? Eine dunkle Orange. Aha. Und noch ein paar Materialien, wenn wir einmal hier oben sind. Oh, nur einmal, aber dafür was Ordentliches. Okay, schauen wir hier nochmal ganz kurz. Oh, davon liegt auch noch was. Boah, ich bin gerade voll greedy hier unterwegs. Oh, da hinten liegt auch nochmal was. Alles am Einsammeln hier. Ja.
So. Gut. Spannend genug gemacht. Wir gehen jetzt zu Taumon. You're back. So tell me, what became... Ach ja, was ist aus der verbotenen Saat geworden? Yumi hat Taumon erzählt, dass daraus eine Blume gewachsen ist. I see. It grew into a flower. That's what we said. Does this mean that you'll help us now? Otherwise, we're going to drag you back with us if we have to. Wow. I really didn't want it to come to this. But I'm going to have to speak with that old fossil. Okay. Old fossil? You mean Gigimon? Well, I haven't used this in a while. But here we go. Whoa! What's going on? It's a space portal. If I had been to a place before, I can enter the coordinates and open a door that goes straight there. It takes a lot of strength, though, so I can't do it too often. Where does it go? That stuck-up bearded geezer's place. Oh, Alter, Leute. Stuck-up? He means Gigimon, right? That means it goes to Flotia. Ja. Flotia. Does Taumon hate Gigimon? Vermutlich. Well, he seems to like criticizing him. There's no point in overthinking this. Come on, Rika. See you there. Gehst du jetzt auch durch? Ah. Okay, was ist jetzt? Digimail. Zurück in der Stadt. Hat mich echt aus den Socken gehauen, dass Taumon zurück ist. Jetzt können wir den Maschinen-Tramon-Detektor bauen. Ich muss etwas mit dir besprechen. Komm auf eine kurze Unterhaltung in mein Haus. Sehr gut. Aber ich möchte vorher noch was gucken. Karte. Torweg. Feuer... Was sind wir denn jetzt? Meditationsland. Feuerweg. Haben wir erst 77? Aber Feuerland? Ich würde gerne nochmal da lang zurückgehen. Ich kann ja auch ganz einfach mit einem, wie heißen Dinger nochmal, mit dem Autopiloten zurück. Ich möchte mich aber nochmal ganz kurz umsehen und vielleicht nochmal ein paar Materialien mitnehmen. Ich meine, wenn ich einmal hier oben bin, warum nicht, oder? Was habe ich denn jetzt hier nicht? Ich habe hier irgendwie nur 77% oder so erkundet. Was fehlt denn hier? Ach, da unten alles. Habe ich das nicht gespeichert gehabt? Da bin ich eigentlich lang gelaufen gewesen. Aber dann ist Lilimon krank geworden. Habe ich das nicht gespeichert, dass ich hier lang gerannt bin? Kann jetzt eigentlich mit diesen beiden Pietmon hier aufnehmen? Stimmt. Ich bin eigentlich relativ optimistisch. Okay, kommst du denn? Wie heißen denn die? Ach, komische rote Angemon jedenfalls. Los, kämpft gegeneinander! Yeah, cool! Oh, schauen wir mal. Ja. Ich schreibe hier mal ein bisschen. Was sieht eigentlich... Zündmaximale Geschwindigkeit. Rückkehr zu normal. Warte mal, so. Was ist das? Zünd regeneriert langsam MP. Ah, gut. Das könnte praktisch sein. Und die machen die eigentlich ganz gut fertig. Ich bin ganz zufrieden, würde ich mal sagen. Na komm, einer ist noch übrig. Den kriegt ihr da auch noch hin. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass jetzt Kuro krank sein könnte. Oh, Angriffsbooster S. Das ist besser als normaler Angriffsbooster. Ah, ist ja zurückgekehrt. Super. Habt ihr gut gemacht. Okay, mit der TP, aha. So, Hunger habt ihr, ne? Gut. Hey everyone! Hey everyone! So, Items. Let's eat. Come on, eat up. So, beide satt. Gut, dann nehme ich das hier auf jeden Fall noch mit. Dankeschön. Oh, sogar was Seltenes ist dabei. Ah, der Digi-Onyx. Na komm, mach weiter. Perfekt. Oh, ganz viel Digi-Onyx. So, gut. Habe ich jetzt hier alles? Ich gucke nochmal nach. Karte.
Ja, sieht gut aus. Aber immer noch nur 88%. Was fehlt denn da noch? Ich habe doch alles erkundet. Komisch. Was haben die für ein Problem? Ist hier noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Was muss ich denn hier noch alles abgrasen? 88%. Will ich mich verkackeiern? Gut, gehen wir mal nochmal hier lang. Oben ist ja auch nochmal eine Rohstoffmaterial-Dingsi-Quelle. Das machen wir jetzt vielleicht auch noch und dann ab zurück nach Flotia. Ich sage immer Flotoir, aber ich glaube, es heißt Flotia. Einige regen sich da bestimmt noch ganz doll drüber auf, aber gibt Schlimmeres. Ich gehe diesem dicken, fetten Gottsummon da mal aus dem Weg. Das sieht ziemlich... Meteor-Omon ist das, kein Gottsummon. Sieht ziemlich bulky aus. So. Karte. Haben wir jetzt alles? 91%. Wollt ihr mich verarschen? Welche Ecken fehlen da wieder? Ach, egal. Andern mal. Ich guck mal, ob ich jetzt hier noch was mitnehmen kann. Puh. So, da müsste ja noch was sein, ne? Da, hier riecht nach Materialien. So. Digi-Gold und Sigi-Silber. Und da sind wieder ein paar Pitmon. Das sind viele Pitmon. Das ist noch ein anderes Digimon. Die gucken mich alle an, so böse. Die Pitomon. Das sind aber echt viele. Ich glaube, das traue ich mir noch nicht zu. Gut, Leute. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, hier mein Let's Play Digimon World Next Order. Ich möchte es ja ein bisschen spannend machen. Mal gucken, was Taumon und Chichimon dann in Flotia zu besprechen haben. Dann sage ich, ja, mal schauen, bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zusehen. Tschüss.